Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind aktuell endlich in Schlaiede angekommen und erkunden jetzt erstmal ein bisschen das dicke Modekaufhaus, wo wir bis jetzt noch keine Mode gekauft haben. Wie kann ich dir helfen? Hatte ich die gleichen Sachen am... Oh, jetzt gibt's hier Super- und Hyperbälle. Jetzt geht's aber los. Oh, Hyperbälle sind auch echt noch ein bisschen kostspielig, aber wir können mal ein paar Superbälle kaufen, komm. 20 Stück so. 30 Stück. Ja, komm. Rein damit. Jo. So, da hat sie eine Pokerpuppe. 3 Premierbälle. Was macht denn eine Pokerpuppe? Eine Puppe? Sie hat wirklich die Fluchtkampf gegen wilde Pokémon. Okay. Brauche ich. Schmeißt du so eine Puppe hin, ne? Ich möchte gar keine Superbälle. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Dankeschön. Nö, das reicht erstmal. Danke dir. Bis jetzt bin ich sehr begeistert von meinem Einkaufserlebnis hier. Hi. Ich liebe diesen Hauch von Luxus, der in solchen Kaufhäusern in der Luft liegt. Nur für mich sind diese Kaufhäuser echt so ein aussterbendes Ding, ne? Dieses Kaufhaus garantiert höchste Kundenzufriedenheit. Es gab halt diese Zeit, wo das cool war, weil du da alles irgendwie am Start hattest, ne? Da gab es ja dann alles. Du bist in dieses große Kaufhaus gegangen, da gab es dann Elektroartikel und für dein Fahrrad und Essen und alles. Einfach nur alles, ne? Und inzwischen... Weiß ich nicht, also im Grunde hat sich ja durch den E-Commerce ziemlich alles zerballert. Also im Grunde kauft man ja fast alle Sachen, die safe sind, wo man keine Beratung braucht, einfach online. Bringt hier dann auch noch so ein armer, schwitzender Mann hier dann vor die Tür oder Frau, ne? Und wenn ich dann mal irgendwie Beratung brauche, dann gehe ich halt nicht ins Kaufhaus, sondern gehe ich halt irgendwie in so einen Fachhandel, so einen kleinen Muggelladen, wo die Leute sich komplett auf das spezialisieren, ne? Irgendwie so diese Zeit dieser Kaufhäuser, keine Ahnung, ich war schon ewig nicht mehr in so einem Ding, ne? Sobald du der zur Stammkundschaft gehörst, fühlst du dich hier in besten Händen? Könntest du mir mal gerne bei euch in die Kommentare halten. Ich erinnere mich halt noch früher zur Pokémon-Gelb-Zeit. Da hatten wir bei uns auch so ein Kaufhaus. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ne? Da ist jetzt ein riesiger Rewe drin, aber früher war das so ein Kaufhaus. Und die hatten halt natürlich dann auch eine Elektroabteilung damit drin. Und da gab es dann auch ein bisschen Games. Und da habe ich mir Pokémon-Gelb gekauft. Und ein bisschen weiter hatten die dann so ein Spielwarengeschäft noch in diesem Kaufhaus. Und da gab es ein riesiges Pikachu in Originalgröße. Für 70 Euro waren das damals. Das habe ich mir dann noch mitgekauft. Und das passte nicht in mein E-Spack rein. Da mussten dann die Öhrchen oben rausgucken, weil es so fett war. Und das Ding habe ich bis heute noch. Willkommen im Kaufhaus von Schlaiede. Und wenn ich überlege, das ist... Alter, da bin ich noch zur Schule gegangen. Nicht mal zum Abi. Das war noch vorm Abi. Da war das. Und das war das letzte Mal, dass ich in so einem Kaufhaus war. Seitdem habe ich nie wieder ein Kaufhaus von innen gesehen. Ich glaube, bei uns also wirklich... Gibt es die Dinger auch noch? Keine Ahnung. Moin! Ich gebe meinem Zirpurze KP Plus, das erhöht die KP, oder etwa nicht? Das weiß ich jetzt auch nicht. Guck mal, hier sind 3 Bedienstete, die hier liebevoll anstarren und parallel wippen. Als Teil einer Werbeaktion verschenken wir hier Apps für den Pokécatch. Hättest du vielleicht Interesse an der Pokécatch-App Zähler? Ja, sicher. Hier, bitte sehr, auf dieser App kannst du wirklich immer zählen. Du hältst die Pokécatch-App Zähler. Danke dir. Jetzt kannst du bis 9999 zählen. Ach, so hoch? Danach muss man DLC kaufen, ja? Für jede weitere Stelle 5 Euro. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Was hast du denn im Angebot? Protein, Eisen, Kalzium, Zink, Carbon, KP+, ein gehaltvolles Getränk, das den KP-Basiswert eines Pokémon dauerhaft erhöht. Ja, ein Schnapper, ne? Lass ich aber erstmal. Meine Pokémon werden hier nicht gedopt. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Jetzt haben wir die ganzen X-Initiativen, Mega-Block und so weiter. Auch dieses Doping benötige ich nicht. Tschüssi. Hi. Wo finde ich nur das passende Kleid für die Superwettbewerbsshow? Hallo, kann ich dir helfen? Was empfehlen Sie? Besteht bei dir Interesse an Protein? Das erhöht den Angriffswert. Okay, so, ich gehe mal weiter hoch, ne? Nächste Ebene, meine Lieben. Wird komplizierter. So, was hast du im Angebot? Willkommen, wie kann ich dir helfen? Oh, hier sind ein paar TMs am Start. Feuersturm, Donner, Blizzard, Fokusstoß, Flammenwurf, Donnerblitz, Eisstrahl, Solarstrahl, Psychokinese, Gyroball, Hyperstrahl. Feuersturm klingt schon jetzt nicht schlecht. Feuerbrunst, die das Ziel versenkt und ihm eventuell eine Verbrennung zuführt. Donner, eine verheerende Elektroattacke, die das Ziel eventuell paralysiert. Donnerblitz. Ja, ich lasse erstmal, ne? Wir gehen erstmal so durch. Donner und Feuersturm hätte ich mir jetzt eigentlich gekauft und einfach mal unseren 2 Lieblingen dabei gebracht, aber komm, wir versuchen es jetzt erstmal so.
Noch mehr TMs, Alter. Fußtritt, Dampfwalze, Kehrtwende, Trugschlag, Erholung, Schutzschild, Bodyguard, Reflektor, Lichtschild, Delegator, Ausdauer, Kraftschub, Schwert, Tanz, Doppelteam und Blitz. Wisst ihr Bescheid? Nee, danke. Wenn ihr irgendwas empfehlen möchtet, gerne in die Kommentare. Ich liebe TMs über alles, deswegen komme ich ständig hierher, aber kaufen tue ich's nichts. Du guckst dir die dann nur an, okay? Hallo? Ein Freund hat mir neulich über die drahtlose Verbindung einen Mashok zugeschickt, aber bei mir ist ein völlig anderes Pokémon angekommen. Ja, das entwickelt sich beim Tauschen. Auch so ein geiler Gag, ne? Kann ich dir helfen? Ja, was empfehlen sie denn? Für Pokémon vom Typ Feuer darf ich Feuersturm empfehlen. Ja, vielleicht kaufen wir es doch. Wollen wir machen? Komm, jetzt bin ich schwach geworden. Etwas kaufen. Wir kaufen jetzt Feuersturm. Ja, eine. Ja. Und dann kaufen wir noch Donner. Donner. Ja. Jetzt haben wir die. Ich will die haben. Ich setze die jetzt erstmal noch nicht ein. Kann natürlich sein, dass Ponita und mein anderes Biest das im Laufe ihrer Entwicklung sowieso lernen. Und dann wäre es halt verschwendet, ne? Moin! Weil der Junge kein Pokémon hat, findet sein Training laut ihm in seinem Kopf statt. Okay. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Was hast du denn so? Ecksockel M, Rundsockel M. Das für die Basis oder was? Alles klar. Unsere Untergrundbasis. Nee, danke, lass mal eben. Moin. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Was hast du denn so im Angebot? Weitere Ecksockel und ein Transparenzsockel. Okay. Nee, lass mal eben, du. Ist alles gut. Ist er hier oder was? Wenn dir ein wildes Pokémon begegnet, verwende sofort einen Flottball. Sollte der Kampf allerdings etwas länger dauern, dann setz einen Timerball ein. Ich habe diese Form der Bälle nicht. Ich bin so alt, bei mir gab es den Pokéball, weißt du? Hallo, kann ich dir helfen? Was empfehlen Sie? Dieser Trapezsockel ist sehr beliebt. Da fühlt man sich glatt in die Berge versetzt. Trapezsockel, habe ich davor einen Transparenzsockel draus gemacht? Bin ich ein bisschen dumm? Könnte sein. Wie viele Dinger hat denn das Ding noch? Ich habe erstmal genug eingekauft. Jetzt brauche ich eine Erfrischung und Ruhe. Was gibt's denn hier wieder? Cola und so ein Kram? Tafelwasser, Sprudel und Limonade. Ich kaufe immer von allem eins. Plong, eine Flasche Tafelwasser fällt raus. Her damit. Es gibt immer irgendjemand, der Durst hat, dem man so ein Ding dann geben kann. Sprudel bitte. Dum, 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 dum. Limonade. Limo, Limo, Limonade. Her damit. Danke dir. So, was hier los? Zwei starke Jungs stehen hier rum. Das ist alles. Okay. Ah, ein junger Pokémon-Trainer. Nimm den Rat eines Älteren an und nutze diesen Klettdorn. Ich habe einen Klettdorn erhalten. Sehr schön. Verstaust den Klettdorn in der Trainingstasche. Wenn ein Pokémon ihn trägt und dann von einem anderen Pokémon getroffen wird, das gerade kein Item bei sich hat, heftet es sich an den Gegner und fügt ihm Schaden zu. Das ist ja mal eine miese Nummer, ne? Hallo? Ich halte diesem Kaufhaus seit Jahren die Treue, deshalb bin ich jetzt auch Stammkundin. Das ist ja schön. Das freut mich für dich. Hast du dann auch eine Kundenkarte bekommen? Hallo? Hallo, danke, dass du heute bei uns einkaufst. In welches Stockwerk möchtest du? Wir sind im vierten Obergeschoss. Ah, ich habe gedacht, vielleicht kann man nur über den Fahrstuhl als Oberste erreichen. Aber nein, dann gehen wir mal ins Erdgeschoss zurück. Aber sicher, abwärts geht's. Medizin und Items für mutige Abenteurer. Danke dir und raus hier. So, das Kaufhaus haben wir dann auch erforscht. Dann gehen wir mal hier weiter. Was ist hier denn los? Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Den Kopf immer im selben Rhythmus zu bewegen, ist einfach ein tolles Gefühl. Hier, das ist für dich. Du erhältst ein Metronom. Dankeschön. Guck mal, hier gibt es ein paar Steine. Das ist ein mysteriöser Meteorit, der vom Himmel gefallen ist. Das ist ebenfalls ein mysteriöser Meteorit, der vom Himmel gefallen ist. Hi!
Oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich habe gehört, sie haben dort sogar eine TM. Oh, eine TM. Weißt du, wer noch TMs hat? Das Kaufhaus. Du glaubst es nicht. Das ist ja unglaublich, John. Hm. Was ist denn das? Ist das der Radiosender oder was? Galaktikgebäude von Schlaede. Wir träumen vom Universum. Ich träume erstmal davon, du findest ein Fläschchen AP Plus, euer Loot hier zu kassieren. Da würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Galaktikgebäude, ne? Gehen wir in die Mitte. Okay. Moin! Herzlich willkommen! Dies ist die Galaktikzentrale. Verzeihung, ich meine natürlich das Galaktikgebäude von Schlaede. Wir vertreten hier die Ansicht, dass die Zukunft der kosmischen Energie gehört. Aha, die Erde ist auch eine Scheibe und so, ne? Stell dir mal vor, wie wundervoll es wäre, wenn wir uns diese gewaltige Energie zunutze machen könnten. Hallo? Wir von Team Galactic erbeuten alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was uns wertlos erscheint, das löschen wir aus. Das ist unsere Philosophie. Oh, so eine nette Philosophie. Darf man da durch? Die Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Hallo? Team Galactic arbeitet hier Tag und Nacht an der Erschließung neuer Energieressourcen. Du bist noch etwas zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du dich uns gerne anschließen. Okay, hier geht's also erstmal noch nicht weiter. Dann gehen wir mal wieder. Oh, warte, Moment. Grüße gehen raus an Kuren. Kuren hat mir den Tipp gegeben, ich soll wieder immer schön brav die Mülleimer ansprechen, so wie man es früher gemacht hat. Habe seitdem aber noch nie einen Mülleimer wieder gesehen. Ach, ich dachte, das wäre einer, aber es ist keiner. Es war nur eine Pflanze und es sah gerade beim Rausgehen sah es aus wie ein Mülleimer. Ja, schade. Ich habe seither noch nie einen Mülleimer gesehen. Oder halt bewusst immer ignoriert, keine Ahnung. Gut, dann gehen wir jetzt mal unten lang hier noch. Hi. Wir haben die TM-Fliegen hier in unserem Gebäude gelagert. Mir wurde gesagt, ich darf sie haben, wenn ich mich als würdig erweise. Ah, gut zu wissen. Besuche den See der Kühnheit, gleich hinter Route 214. Waren wir da schon drin? Nee, das ist neu. Okay, diese Box kommt dahin und, es gibt so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Selbst ein Pipi mit seinen winzigen Pfötchen wäre mir eine große Hilfe. Oh, winzigen Pfötchen. Süß. Eines schönen Tages fiel ein Meteorit einfach so vom Himmel an. Und an der Stelle, wo er einschlug, erblühte später eine Stadt. Der bloße Gedanke daran rockt total. Ja, man kennt es, das rockt total. Modewelt Lager, Ware im Überfluss. Modewelt Metronom, überlasst ein Outfit nicht dem Zufall. Das ist die Modewelt. Ich dachte vorhin, dass im Kaufhaus wäre die mit drin. Ne, die ist hier. Oha, hier ist aber Party. Machst du Party? Willkommen! In unserem Geschäft kümmern wir uns um deinen gesamten Look. Von der Kleidung bis zur Frisur. Okay. Hi. Oh nein, die T-Shirts mit Pipi-Aufdruck sind schon ausverkauft. Ist richtig Party angesagt. So, hallo. Willkommen in der Modewelt Metronom. Suchst du nach etwas Bestimmten? Ich will etwas kaufen. Was hat sie denn? Pikachu Hoodie Outfit. Ja, wie geil ist denn das? Latzhosen Outfit. Evoli Jacken Outfit. Auch cool. Gengar Jacken Outfit. Cyber Outfit. Winter Outfit. Das passt ja jetzt gerade in die Jahreszeit. Frühlings Outfit. Lederjacken Outfit. Ja, auch drehen. Nee, doch drehen. Scheiße, Mann. Tja, was nehmen wir denn mal? Frühling-Winter-Outfit. Das passt natürlich jetzt voll in die Zeit. Cyber. Ist mir zu langweilig. Mit den zwei Zöpfen ganz niedlich. Evoli-Jacke. Latzhosen-Outfit. Da haben wir so ein bisschen Bauern-Style. Und den Pikachu-Hoodie. Am ehesten passt halt der Hoodie, ich sag's wie es ist. Den nehme ich jetzt auch. Jo. Vielen Dank, möchtest du sie gleich anziehen? Jo. Ab geh die wilde Fahrt. Ich hab den auch jetzt an. Mein Chibi-Gesicht hat sich jetzt geändert. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich kaufen soll. Du, ich hab das ganz schnell gelöst, ne? Eben hin.
Nicht lang schnacken. Hoodie in den Nacken und los geht's. Wo hat der Wind nur meinen Schal hingeweht? Ich weiß es nicht. Ist hier eine Abkürzung? Ja, das ist eine Abkürzung. Hier kann man durch. So, was haben wir denn noch hier so? Geht's jetzt hier zur Arena? Nö. Da liegt doch 100 Pro irgendein Item rum. Ne? Was brauche ich los? Wo ist sie nur? Ich habe meine Linse verloren, aber ohne Linse kann ich schlecht suchen. Ja, wo ist sie denn nur hin? Ich suche mit meiner Großlinse alles nach der Linse ab, die mein Herzblatt hier irgendwo verloren haben muss. Bisher aber leider ohne Erfolg. Habe ich schon so ein Sucherding? So ein Itemradar oder so? Was ist das denn? Okay. Das könnte das Itemradar sein. Bin mir nicht sicher. Man muss da wohl drauf drücken. Ja, keine Ahnung, du. Gehen wir mal weiter. Schlajede wird nicht umsonst Stadt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber hier, ein paar technische Maschinen für dich. Ja, danke. Man kennt's, ne? Eben so einen dicken Typ angelabert, mit einer Glatze, zack, TMs rein. Setze ein Pokémon-Ränkeschmied ein, wird sein Spezialangriff stark erhöht. Aber das nur am Rande. Viel Vergnügen noch in der Stadt der Steine. Danke dir. So, mal sehen, was hier noch so abgeht. Warst du schon in der Schlajede Arena? Die ist echt interessant, kann ich dir sagen. Erinnert sie irgendwie an eine Turnhalle. Dann gibt's da bestimmt Kampf-Pokémon. Es gibt viele Zauberkünstler, du weißt schon, Trickser und Illusionisten. Aber es könnte doch sein, dass etwa 5% davon wirklich übernatürliche Kräfte haben. Wie kommst du auf 5%? So irgendwie erschreckend genau. So vom Wert her jetzt, weißt du? Was haben wir hier drinne? Och, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine mein Pokémon, deine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich einem deiner Pokémon eine Massage geben. Was sagst du dazu? Ja, gerne. Welches deiner Pokémon braucht denn eine Portion Entspannung? Ich würde sagen, auf jeden Fall Twilight. Was soll mit Twilight geschehen? Ich will sie auswählen. Kicher, dann mal los. Entspann dich, mein Kleines. Twilight schaut verträumt und zufrieden. Übrigens hat ein Pokémon das hier bei sich getragen. Bitteschön. Ein Konfetti-Sticker C. Komm morgen wieder, wenn du magst. Dann gibt's eine weitere Massage für ein anderes Pokémon. Der Schalmann in Weideburg ist der Freund meiner großen Schwester. Der Schalmann. Untergrundmann, Schalmann, wer kennt's, ne? Wenn sie gemeinsam etwas unternehmen, haben sie immer ihre Pokémon dabei. Verständlich. Der Schalmann. Oh. Er wieder. Hey Blaufuchs, kämpfst du dich weiter durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du wirst echt von Mal zu Mal stärker, oder? Kommt mir das nur so vor. Was ich hier mache? Oh, ich habe mir das Kaufhaus angesehen. Und ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber... Wie dem auch sei, halt die Ohren steif, man sieht sich später. Jo, hau rein, ne? Bis dann. Schön, dich mal kurz wieder gesehen zu haben. So, das ist nun endlich die Arena. Pokémon-Arena von Schlajede. Arenaleiterin ist Hilda, das barfüßige Kampfgenie. Also, Hilda hat Kampf-Pokémon am Start, das heißt, wir wechseln einmal entspannt. Pokémon bewegen. Staravia auf Platz 1 und damit sollte es gehen. Muss mal eben gucken. Ja. Hab ich es gemacht? Ja. Geil, da dann mal rein in die Arena. Wird Zeit für den nächsten Orden, Mann. Wir haben immer noch nur 2 Orden. Oha, was ist hier denn los? Und der Hahn kräht, geil. Ich fass es nicht. Endlich wird's spannend, weißt du? Dreh durch. So. Howdy, zukünftiger Champ. Die hiesige Arenaleiterin setzt Pokémon vom Typ Kampf ein. Damit hat sie einen gewaltigen Typenvorteil gegenüber Pokémon von Typ Normal. Aber, und jetzt hör gut zu, denn das verrate ich nämlich nur dir,
Arenaleiterin Hilda hat gesagt, dass Pokémon der Typen Flug, Psycho und Fee hier richtig gefährlich werden können. Alles klar. Moin, ihr Lieben! Der Hornhacke Credo, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann leider an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Und wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gern unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder und werden der Arenaleiterin mal eben ordentlich aufs Fressbrett geben. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.